Servus Leute, heute möchte ich euch das neue Buch von Daphne Unruh vorstellen. Fliedertraum. Ja, das ist eine weitere Geschichte aus Daphne Unruhs Welt um Zauber der Elemente. Das ist ja ihre Reihe mit Himmelstiefe, Schattenmelodie, Seerosennacht und Blütendämmerung. Diese Welt eben aus Zauber der Elemente hat sie hier in dieser Geschichte mal wieder aufgegriffen. Nur, dass das nicht mehr in Berlin spielt und der magischen Blase dort, sondern eben in Köln. Ich lese euch mal ein bisschen was hier vor. Laura, 19 Jahre alt, lebt in einer magischen Welt und hat die Wirklichkeit noch nie gesehen. Ihr Leben auf blühenden Inseln mit zauberhaften Wesen und ewigem Sommer könnte perfekter nicht sein. Doch sie schaut sich nach der echten, sehnt sich nach der echten Welt, einer Stadt namens Köln. Nur leider kann sie dort nicht hinreisen, da ausgerechnet sie keine magischen Fähigkeiten besitzt. Hängt all dies mit dem Geheimnis zusammen, das ihre Mutter um Lauras Geburt und ihren Vater macht? Denn zeigt sich bis zu ihrem 20. Geburtstag keine besondere Begabung, muss sie für immer in der magischen Welt bleiben. Völlig unerwartet wird Laura in die reale Welt katapultiert und kommt ihrer wahren Geschichte auf die Spur. Während sie den Schock darüber verdauen muss, droht ihre magische Heimat unterzugehen. Zu allem Überfluss scheinen Laura und Fabio, ein junger Filmemacher, den sie in Köln kennenlernt und der sie eigentlich nicht interessieren sollte, auch noch schuld daran zu sein. Falls ihr diese Welt um Zauber der Elemente noch nicht kennt, ist nicht so schlimm, denn dieses Werk steht für sich komplett allein und hat eigentlich relativ wenig mit den anderen vier Teilen dieser Zauber der Elemente-Reihe zu tun. Das ist ein eigenständiges Spin-off, in dem zwar Hauptcharaktere aus Himmelstiefe und aus Seerosennacht mitspielen und man immer mal wieder Bekannte und so Verweise zu Leuten aus den anderen Büchern bekommt. Das spielt aber jetzt nicht groß eine Rolle in dem Werk. Es gibt ein paar, also neben Laura, der Protagonistin hier, noch ein paar richtig coole Charaktere. Eine davon, das ist zum Beispiel die Kelly. Aber wer die Kelly ist, da würde ich jetzt schon wieder zu sehr spoilern und zu viel verraten, und das möchte ich eigentlich nicht. Die Geschichte ist richtig spannend, denn dieses Mädel, die Laura, unsere Protagonistin, die hat leider Gottes keine magische Begabung entwickelt. Und es wird langsam Zeit, denn sie ist kurz vor ihrem 20. Geburtstag und ab da kann man leider keine magische Begabung mehr entwickeln. Und die ist aber dringend notwendig, um so diese Übergänge passieren zu können. Denn es gibt unterschiedliche Elemente, Zauberelemente. Es gibt eben Wasser, Erde, Feuer, Luft und Äther. Das sind unterschiedliche magische Begabungen. Da gibt es auch eben unterschiedliche Arten von Durchgängen von der magischen Welt in die reale Welt. Und die muss man eben passieren können. Und die kann man eben nur passieren, wenn man magisch begabt ist. Denn nur dann lassen einen die Elementarwesen, die diese Durchgänge bewachen, auch durch.
Trotz der, dass Laura jetzt keine magische Begabung hat, passiert etwas ganz Unvorstellbares, etwas ganz Seltsames. Sie wird trotzdem in diese, in die reale Welt, ja, geschleudert sozusagen. Durch so einen Zufall kann sie so einen Durchgang passieren. Und ist total unvorbereitet plötzlich in Köln. Ja, und was da dann so ganz genau passiert, das ja, kann ich nicht so genau. Da trifft sie auf jeden Fall diese besagte Kelly, die ist endcool und eine meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der ganzen Zauberer-Elemente-Welt. Ich finde die so unheimlich sympathisch und cool. Ihr werdet sie lieben, ich bin mir fast sicher. Auf jeden Fall ist sie hier plötzlich ja, in der realen Welt und kennt sich halt null aus. Sie kommt quasi ja aus einer magischen Welt, in der es immer wunderschön und ja, die Farben sind kräftiger, es ist immer schön warm, es ist immer Sommer, so ungefähr, ne? Und ist einfach das Paradies, ja, in dem sie lebt. Und die magische Blase von Köln besteht auch noch so aus lauter einzelnen Inseln. Ja, und überall sind Fliedersträuche, eben Fliedertraum. Ja, deswegen, und es duftet überall nach Fliede und ist einfach wunderbar. Und jetzt ist sie im herbstlichen, kalten Köln angekommen und muss sich hier irgendwie durchschlagen. Und ja, da lernt sie eben die Kelly kennen und die hilft ihr dabei, ohne zu wissen, wer Laura eigentlich wirklich ist. Denn ja, lasst euch überraschen. Es ist unheimlich spannend, denn du hast auch wieder so diese, ja, ein Badass, so möchte ich mal das Ganze beschreiben. Komische Dinge passieren in der magischen Blase. Die beginnt sich irgendwie aufzulösen. Plötzlich kann man an bestimmten Stellen in die Realität gucken. Und alles ist irgendwie ganz komisch. Tja, auf jeden Fall ist es total spannend, denn es gibt ja auch ein großes Geheimnis um ihren Vater, das gelüftet werden wird. Und das ist schon richtig krasse Angelegenheit. Und total schöne Geschichte eigentlich auch. Mir hat es wieder unglaublich gut gefallen. Ich liebe diese Welt aus Zauber der Elemente. Alles, diese ganzen Elementarwesen, diese magischen Blasen, diese magischen Welten, die von Daphne Unruh so schön beschrieben werden. Die Protagonistin hier ist wieder zum Verlieben cool irgendwie auch und einfach die möchtest du auch, die ist einfach cool, ja, und eben auch die Kelly, alle, die sind irgendwie total toll. Daphne Unruh, die kann schreiben, deswegen ist es auch unheimlich gut und flüssig geschrieben. Das liest sich so unheimlich leicht weg und das war wirklich gut, dass ich das so leicht lesen konnte. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich habe zurzeit unheimlich viel Stress mit der Arbeit, mit meinem Projekt.
und ich komme echt viel zu wenig zum Lesen. Deswegen ist es auch irgendwo gleich noch mein Lesemonat, weil ich glaube, ich habe diesen Monat tatsächlich nicht wirklich viel mehr gelesen als Fliedertraum. Ich bin einfach zu nichts anderem gekommen. Aber wie man so schön immer sagt, besser Qualität als Quantität. Und das absolut Qualität ist, gebe ich hier ganz, ganz leichte, ganz frei von jeder, ich muss mich überhaupt nicht dazu durchringen, sondern das ist so die leichtesten 15 Punkte mit voller Punktzahl, die ich seit langem mal gegeben habe wieder. Eine absolut hochprozentige Leseempfehlung. Wenn alle Bücher so toll sind, meine Hände. Und ich hoffe, liebe Daphne, ich hoffe, du bist schon dabei, den nächsten Teil von diesem Spin-off zu schreiben. Bitte mehr diesen Protagonisten, sage ich jetzt mal, sonst verrate ich schon wieder zu viel. Und von dieser magischen Blase aus Köln, bitte mehr. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.